Ja, herzlich willkommen bei Education. Heute geht es um einen von vielen Erklärungsansätzen zur Entstehung von Gewalt, nämlich der sogenannten Desintegrationsverunsicherungstheorie nach Wilhelm Heidmeier. Ja, in diesem Namen steckt ja schon eine ganze Menge drin. Wir schauen uns am besten erstmal die einzelnen Komponenten etwas genauer an. Desintegration, das heißt so viel wie nicht eingebunden sein. Und daraus ergibt sich eine gewisse Verunsicherung. Ja, dieses Wort sollte, denke ich, klar sein. Wir bleiben aber erstmal bei der Desintegration. Die Desintegration resultiert aus einem zunehmenden Individualisierungsprozess unserer Gesellschaft. Das heißt, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben, uns selbst als Individuum auszuleben und zu verwirklichen. Zum Beispiel gibt es heutzutage eine Vielzahl an Berufen, die wir ergreifen können, oder ganz individuelle Lebensweisen wie den Veganismus, die Polyamorie oder ähnliches. Ja, nun gibt es drei verschiedene Ebenen, auf der die Desintegration oder auch die Auflösungsprozesse stattfinden können. Erstens innerhalb der Familie. Wenn ich als Kind also beispielsweise Gewalterfahrungen durch meine Eltern sammle oder diese wenig Zeit für mich haben oder sich generell wenig oder gar nicht für mich interessieren, dann kann es auf dieser Ebene zur Desintegration kommen. Ich fühle mich also familiär nicht eingebunden. Die zweite Ebene ist die der Normen und Werte. Unsere gesellschaftlichen Normen und Werte haben sich im Laufe der Zeit natürlich sehr stark verändert. Dinge, die früher einen sehr hohen Stellenwert hatten, wie die Kirche, Ehe, Familie oder die Gemeinschaft, haben für viele Menschen an Bedeutung verloren. Es gibt eher eine Vielzahl an individuellen Werte- und Normvorstellungen als eine gemeingültige. Ja, und die dritte Ebene ist die der gesellschaftlichen Teilnahme. Wenn ich also zum Beispiel nicht dieselbe Sprache spreche wie die Menschen um mich herum oder wenn ich arbeitslos bin, dann kann es mir sehr schwer fallen, ein soziales Netzwerk aufzubauen und auch auf gesellschaftlicher Ebene mitzubestimmen. Ich kann mich also nur schwer in die Gesellschaft einbinden bzw. integrieren. All diese Ebenen können zu einer gewissen Verunsicherung führen, denn die zunehmende Individualisierung bringt auch zunehmenden Entscheidungsdruck mit sich. Die Vielzahl an Möglichkeiten, Lebensweisen und Ansichten können auch sehr belastend und verwirrend sein und sich in Form von Zukunftsängsten oder Vereinsamung ausdrücken. Okay, ich fasse also nochmal zusammen. Durch eine familiäre, gesellschaftliche und/oder die Normen und Werte betreffende Desintegration kann es zu einer Verunsicherung kommen, die durch Gewalt zu lösen versucht werden kann. Ich sage mit Absicht immer kann, denn natürlich muss ein arbeitsloser Jugendlicher, der sich für keinen Beruf entscheiden kann und wenig familiären Rückhalt hat, nicht zwangsläufig gewalttätig werden. Allerdings kann die genannte Desintegration die Ursache sein, dessen Auswirkung Verunsicherung und Gewalt eine Folge davon sein kann. Okay, ich hoffe, ich konnte dir helfen und falls du noch Fragen hast, dann schreib mir einfach gerne eine Mail oder in die Kommentare. Ciao, ciao!